Viktor baut eine Brücke. Es war einmal ein Mann, der hieß Viktor. Er wohnte auf einer Insel. Sein einziger Freund war eine zahme Möwe. »Ich würde gern auch mal ein paar Menschen sehen«, sagte Viktor. »Krrrr«, sagte die Möwe. »Wenn ich eine Brücke baue, besuchen mich die Leute vielleicht«, dachte Viktor. Und er baute eine Brücke. Der erste Besucher war ein reicher Mann. Er hieß Müller. »Kann ich ein Stück von der Insel kaufen?«, fragte Herr Müller. »Ja, warum nicht?«, antwortete Viktor. Herr Müller baute eine Fabrik auf Viktors Insel. Morgens kamen die Arbeiter in die Fabrik geradelt. »Es tut gut, Menschen zu sehen«, dachte Viktor. »Müsst ihr immer abends nach Hause fahren?«, fragte Viktor. »Könnt ihr nicht hier wohnen?« Das wollten die Arbeiter gern. Sie bauten ein Haus auf die Insel. Dann baute Herr Müller einen Hafen, in dem große Schiffe anlegen konnten. Er baute auch eine neue Brücke und riss Viktors Brücke ab. Es wurden noch mehr Häuser auf die Insel gebaut. Immer mehr Häuser. Jetzt sah Viktor den ganzen Tag Menschen. Eine Stadt wuchs um sein Häuschen herum. Die Autos machten Tag und Nacht Lärm. Die Luft war voll Rauch. Viktor und die Möwe mussten immerzu husten. Da gab es nur eins. Viktor nahm sein Boot und seine Möwe und suchte sich eine neue kleine Insel. Da sitzt er nun und fühlt sich wohl und atmet die reine Seeluft.